Ja, müde. Und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich traurig sein soll, weil ich denke, es war mehr drin, aber wir haben auch wiederum wirklich gut gespielt, denke ich. Wir sind so aufgetreten, wie man auch das von uns erwarten kann, und wir waren sehr, sehr dominant und haben klar ein, zwei Möglichkeiten zugelassen, aber wir hatten auch vorne unsere Möglichkeiten und mit ein bisschen Glück gewinnen wir hier. Naja, es war ein relativ heißes Spiel heute, auf Messerschneide, würde ich mal sagen. Witterungsbedingungen sind natürlich ideal, aber wenn man erstmal läuft, dann wird auch ein warm. Und ich hätte mich heute richtig warm gefühlt, wenn wir heute hier noch einen Dreier geholt hätten. Ja, ich denke, wir hatten einfach mehr Spielanteile, viel mehr Ballbesitz und auch die ein oder andere gute Chance. Wenn man den Pfostenschuss sieht vom Pio oder den Kopfball in der ersten Halbzeit von Mertin, den kriegt er nicht richtig gedrückt. Ja, wenn es gut läuft, dann machen wir eine davon und dann gewinnen wir das Spiel. Ja, besser oder schlechter ist mir eigentlich im Grunde genommen egal. Es war ein Auswärtspunkt gegen einen Gegner, der Ambitionen natürlich hatte, den dritten Platz zu erzielen, eine gute Vorrunde gespielt hat. Das Hinspiel war sehr torreich, das Rückspiel jetzt weniger. Aber ich glaube, wir haben gut geordnet gespielt, wir waren von der ersten Sekunde an präsent. Ja, natürlich, ich freue mich auf jedes Spiel. Hoffentlich können wir auf die Leistung aufbauen und natürlich dann 3 Punkte im Preußenstadion lassen. Ja, wenn das Wasser warm wird, dann, wenn das Wasser noch nicht geklaut ist hier, dann ja. Warme Dusche, ab im Bus und dann nach Hause.